Hallo, ich bin Adriana und ich heiße dich herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte dir in diesem Video meine Sportklamotten zeigen und dir meine Erfahrung mitgeben. Diese Sportklamotten, die sind nicht gesponsert, die habe ich mir alle selber gekauft und ich habe die meisten Klamotten schon mindestens ein Jahr, das heißt, es ist auch ein Langzeittest. Ich werde die Klamotten noch anziehen, sodass ihr sehen könnt, wie sie angezogen oder getragen aussehen. Leider habe ich super viele Fehlkäufe gemacht, weil ich gar keinen Plan hatte und ich war auch super, super enttäuscht von bestimmten Marken. Und da es sich um Marken dreht und ich auch Marken erwähnen werde, werde ich das Video mit Werbung kennzeichnen, aber ich bekomme keinen Cent dafür. Ich werde alle Klamotten in der Infobox verlinken. Ich weiß gar nicht, mit welchen Klamotten ich anfangen soll. Vielleicht einmal mit meinen ersten Einkäufen. Denn ich dachte damals, ja, kauf dir doch Markenklamotten. Die sind ja bestimmt viel, viel besser als irgendwelche No-Name-Sachen. Also meine ersten Sachen, die ich mir gekauft habe damals, wo ich angefangen habe, mehr Sport zu machen und ich gemerkt habe, okay, ich brauche vielleicht noch ein bisschen mehr an Sachen, war Adidas. Denn ich war ein richtiger Adidas-Fan. Also ich mochte alles von Adidas. Ich hatte Adidas-Schuhe, Adidas-Hosen, Adidas-Jogginghosen. Und ja, dann habe ich mir angefangen, Sportklamotten davon zu kaufen. Und ich war super, super enttäuscht. Ich weiß noch, das Oberteil, das hat mir super gefallen, auch von den Farben her. Und nach zwei oder dreimal Waschen, und ich habe wirklich darauf geachtet, dass ich sie richtig wasche, so wie drauf steht, dass man sie waschen soll. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann oder ob ich eine Nahaufnahme machen muss später. Aber da haben angefangen, alle Nähte rauszuschauen. Und das ist wirklich überall so, also entlang, überall am Gurt entlang. Und auch an der Hose, also das ist irgendwie so ein Set gewesen. Auch die Hose hat das irgendwie nicht lang überstanden. Hat hier einfach, ja, nicht wirklich, ja, war nicht wirklich resistent, wie man auch immer das sagen soll. Das ist das, was mich enttäuscht hat, einfach, dass die Qualität total schlecht war oder ist. Und, aber ich muss sagen, vom Sitz her, also auch vom Material her, vom Gefühl her, wenn man sie trägt, ist es schon gut. Aber es ist einfach, es sieht komplett beschissen aus, also hier entlang der Naht. Und ich trage die Hose so gut wie gar nicht. Und ich weiß nicht, was mich dazu geritten hat, eine Dreiviertelhose zu kaufen. Sie sind einfach, die stehen mir einfach nicht, aber zu klein für sowas. Genau, und das Oberteil trage ich eigentlich fast gar nicht mehr, weil mir die Farbe gar nicht mehr gefällt. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Genau, so viel dazu. Und ich glaube, das gibt es schon gar nicht mehr, weil es schon so alt ist. Aber nachdem habe ich mir, glaube ich, noch irgendwas von Adidas gekauft, aber dann auch nicht mehr, weil ich eigentlich jedes Mal die gleiche Erfahrung gemacht habe. Vielleicht habe ich einfach keine Ahnung, aber könnt ihr mir vielleicht in der Infobox schreiben, ob ihr irgendwie Adidas-Sachen habt, so sportklamottenmäßige Sachen. Als nächstes, was ich mir gekauft habe, war dann, wenn ich dachte, okay, wenn es Adidas nicht ist, dann ist es Puma. Da habe ich mir Puma-Klamotten gekauft und tatsächlich muss ich sagen, ist das auch eine meiner Lieblingshosen. Also man sieht, es geht auch anders. Hier ist nichts irgendwie abgegangen oder sowas, sondern wirklich alles super. Nur finde ich, dass sie nicht so schön formt. Also sie schickt die Beine jetzt nicht so sonderlich toll. Es ist halt einfach ganz normal eine Hose ohne Shape, also ohne dass es irgendwie was formt. Also wenn das jemandem wichtig ist, findet man eigentlich nicht so wirklich so Hosen bei Puma. Also das war auch eine der letzten Hosen, die ich dann von Puma gekauft habe. Was mir super gefallen hat, ist hier unten, dass man da die Füße so reinmachen kann und die Hose irgendwie super gut sitzt unten am Fuß. Und die Qualität scheint mir ganz gut gewesen zu sein von dieser Hose. Trotzdem, ich habe mir nichts mehr von Puma gekauft. Das ist auch ein Oberteil, was wieder passend dazu war. Was ich sagen muss, tatsächlich ist die Polsterung in dem Sport-BH, die ist super gut,
Also die dreht sich auch nicht oder sonst irgendwas, die bleibt immer am selben Platz. Also da muss ich sagen, das ist wirklich ein super Vorteil, weil sonst muss ich immer 3 Jahre da dieses Kissen in der Brust rumschieben und nochmal hinformen. Aber hier tatsächlich nicht. Und es ist genauso, wie wo ich es gekauft habe. Also die Qualität hat hier auch gepasst. Also wenn man hier irgendwie sich entscheiden möchte zwischen Marken, wenn man nur Markenklamotten kaufen möchte, Puma vor Adidas. Dann, immer weil ich gedacht habe, aber ich möchte ja Markenklamotten, ich möchte ja gute Sachen kaufen, ich möchte ja nicht so einen Billigscheiß und ich möchte auch darauf achten. Da, und ich dachte auch immer, dass Markenklamotten irgendwie ja besser sind oder auch die Bedingungen, wie die Klamotten produziert wurden, besser sind als No-Name-Klamotten, habe ich mir Gymshark-Klamotten gekauft. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Es war irgendwie Black Friday und komplett ausgerastet. Ich wurde auf Instagram mit Gymshark und auch diese ganzen Influencer, nenne ich sie mal, oder irgendwie, ja, die sind ja auch alle gesponsert, die Influencer, immer mit diesen Gymshark-Klamotten gesehen und Gymshark hier und Gymshark da. Und ich dachte irgendwie, Gymshark muss richtig gut sein, die Klamotten müssen richtig gut sein, aber das ist so teuer und bla bla bla. Und dann Black Friday richtig reingehauen. Einiges an Klamotten da gekauft, obwohl es trotzdem relativ teuer war, dafür, dass es Black Friday war. Ich will die Hose gar nicht anziehen. Also die Farbe ist richtig schön, aber der Sitz, also die sitzt total beschissen. Also die gibt eine ganz komische Körperform, die fühlt sich total scheiße an. Also ja, nach 2 Wäschen ist das Logo schon irgendwie abgegangen und sah schon beschissen aus. Deswegen, also Gymshark war eine super, super Enttäuschung. Ich weiß nicht, was ich mit der Hose machen soll. Vielleicht verschenken oder so oder irgendwie auf Kleiderkreisel verkaufen oder keine Ahnung. Genauso wie hier, das war auch so ein Set. Das sah auf dem Bild so gut aus. Und es sieht auch gut aus, wenn man es trägt, aber es fühlt sich einfach unbequem an. Es fühlt sich einfach nicht gut an und ich habe keine Ahnung, woher die Klamotten kommen. Also, weil irgendwie eine Freundin meinte, dass das auch irgendwie auch eigentlich eine Billigherstellung ist. Und dass die Größen, ganz genau, dazu wollte ich auch noch was sagen. Man kann sich bei Gymshark auf die Größen gar nicht verlassen, weil das zum Beispiel, also ich trage XS, habe ich das in XS bestellt, ist mir leicht zu groß und das hier ist mir leicht zu klein. Also das muss man dann doch bei Puma und Adidas sagen, dass da die Größen eigentlich immer gestimmt haben und hier in diesem Fall, keine Ahnung, also man weiß nicht, was man kaufen soll. Da kann es sein, dass X ist zu klein oder zu groß ist. Also das war auch irgendwie blöd. Und das wollte ich auch noch sagen. Ein Erfahrungswert von mir. Sowas hier. Langärmige, enge Klamotten für Sport. Nee, macht es nicht. Ich habe mehrere davon. Also ich habe mehrere so lange Klamotten, die eng sind. Also langarm, eng und kurz hier. Das ist super unangenehm und auch nicht vom Vorteil. Also wenn, dann lieber was Lockeres, wenn man was Längeres drüber anziehen will. Was locker ist, vielleicht auch hier locker und hier nicht so eng. Kann ich nicht empfehlen. So viel dazu, aber um das nicht ganz irgendwie, um da nicht ganz Gymshark in den Dreck zu ziehen, sag ich jetzt mal, habe ich ein Oberteil, das mir tatsächlich gefallen hat und zu meinen Lieblingsoberteilen gehört. Das ist das hier, das ist auch von Gymshark gewesen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, weil wie gesagt, das ist alt. Das ist super cool. Die Schnüre sind cool. Es ist auch in der Wäsche irgendwie, also nicht irgendwie, hat keine Fäden verloren oder sowas, sondern sieht genauso aus, wie ich es gekauft habe, also wie neu eigentlich. Ja, sitzt gut, der Stoff ist gut, das könnte ich jetzt zum Beispiel weiterempfehlen, aber generell würde ich von Gymshark nichts mehr kaufen. Es gibt einfach so viele, die einfach so Videos machen, Gymshark Haul und Gymshark Try On, Gymshark hier, Gymshark da, aber ganz ehrlich,
Also ich kann diese Marke 00 weiterempfehlen. Dann gibt es noch die Marke Smilo Dogs. Das ist eins meiner Lieblingsoutfits. Ich liebe das. Und auch die andere Hose. Also ich mag die Marke. Die ist super teuer, finde ich. Aber ich finde sie gut. Und ich meine, ich habe das ja auch schon ewig lange. Und es sitzt gut. Es hält für alles. Und es ist, also es shaped gut. Es gibt eine schöne Körperform. Und die Kissen hier drin sind auch passend, also die verschieben sich auch nicht, sondern die bleiben an derselben Stelle. Nur habe ich tatsächlich, als ich angefangen habe, dann nach weiteren Sachen zu schauen von Smilo Dogs, ganz viele negative Kommentare gesehen, also vor allem auf Amazon irgendwie. Und da war ich so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht ist es doch nicht so gut, vielleicht hatte ich einfach nur Glück. So, ich habe mir dann irgendwie auch nichts mehr davon gekauft. Weil dann hat nämlich, da hat es nämlich angefangen über Corona, dass ich mehr dann online geschaut habe. Und dadurch habe ich dann die ersten Klamotten gesucht, die mir dann angezeigt wurden, die einfach keine Marke hatten. Tatsächlich sind es einfach meine Lieblingssachen, die ich super gerne trage und die, wo ich eigentlich die meisten Anfragen bekommen habe dazu, woher ich die habe. Also, dann fangen wir mal an mit den, das sind nämlich immer irgendwie die gleichen, nur eine andere Farbe. Ich glaube, es gibt kein Outfit, wozu ich nicht, also da habe ich echt die meisten Anfragen dazu bekommen, woher ich die habe. Und ich habe dieses Outfit schon so lange, wirklich sehr, sehr lang, und nichts ist passiert. Also keine Fäden, nichts, also keine einzigen Fäden sind irgendwie raus. Gekommen. Und auch hier der Kissen hier drin verschiebt sich nicht, sitzt voll gut. Wenn ich es trage, fühle ich mich wohl. Es fühlt sich gut an. Es shaped richtig gut. Also Tatsache ist das. Das ist mein Lieblingsoutfit. Also das trage ich super gerne. Wenn ich könnte, würde ich immer das tragen. Aber ja, man muss halt auch wechseln. Ne? Genau. Und zu diesem Oberteil gibt es verschiedene Farben und dazu habe ich eben auch das Weiße gekauft. Also es gibt aber auch, glaube ich, noch viel, viel mehr. Einfach weil es mir so gefallen hat und weil es so gut gepasst hat und weil einfach das nicht so teuer war. Durch Corona wenige Einnahmen reingekommen sind, musste ich einfach auf den Preis achten, weil ich bin da schon so ein bisschen in einer Dilemma-Situation. Man sich überlegt, man möchte natürlich auch das nicht unterstützen. Man weiß nicht, dadurch, dass es so günstig ist, woher diese Klamotten kommen. Was wirklich schade ist, einfach nur, wenn man die Klamotten nicht trägt. Und deswegen finde ich dieses Video eigentlich ganz sinnvoll, weil ihr dann einfach wisst, okay, so sieht's aus, so sehen die aus, wie ist der Stoff und so weiter. Und da einfach schon vorher Bescheid wisst und dann nicht solche Fehlkäufe macht wie ich einfach, weil die super dumm und schade sind. Genau, dann kommen wir zu den Hosen, wo ich auch Anfragen dazu bekommen habe. Und die ähneln sich ja. Also ich glaube, das sind auch ungefähr die gleichen, nur einmal in schwarz, einmal in weiß. Nur, dass die weiße hier unten halt auch sowas hat, wo man die Füße reinmachen kann. Ich mag das total, dass hier eben dieses durchsichtige oder dieser durchsichtige Stoff ist. Sieht super schön aus. Aber die schwarze vielleicht noch etwas besser als die weiße, aber die weiße Hose, ich liebe diese Hose, ja, aber ich finde, auch die macht gar keine schöne Körperform. Also ich fühle mich in der weißen Hose nicht so, so wohl. Also ich empfinde sie als nicht so schön, wenn ich sie trage, aber es ist eine gute Hose. Also wenn ihr keine Hose sucht, die euch irgendwie eine gute Form gibt, dann kann man die weiß auf jeden Fall mal machen, kann man auf jeden Fall mal kaufen. Und aber wenn dann lieber die schwarze. Also, ja. Das hier ist, glaube ich, auch irgendwie ähnlich wie die rote Hose, einfach nur in Gelb. Die Hose liebe ich auch. Also hier oben am Bund ist die super fest. Also die genau das gleiche wie bei der roten auch. Und bei der Slimodox und bei den Slimodox Hosen, ich würde sagen alle, die macht die
die hält das super fest am Bauch. Und es ist mir auch voll wichtig, dass da alles schön fest sitzt. Und auch am Po macht auch einen schönen Po. Der hat hier auch solche Nähte. Und auch die war nicht so teuer. Das heißt, ja. Und genau, was auch cool ist, ist, dass diese Hosen tatsächlich gut lüften. Also luftdurchlässig sind. Also ihr wisst, was ich meine. Und ich hier besser durchschwitzen kann als in der schwarzen, in der weißen. Also alle, die solche Löcher haben, die hat ja solche Löcher und ja, die Slimodox-Hose auch, kann ich nur weiterempfehlen. Ja, und dann gibt es noch dieses Oberteil, das auch No-Name ist. Und noch eine kurze Hose, bevor wir dann weitermachen mit Marken wieder. Ja, dieses Oberteil kann ich nicht weiterempfehlen. Es ist eine No-Name, aber ich glaube, dass das dieselbe Marke ist wie die weiße Hose. Also die haben irgendwie hier das gleiche Symbol. Ja, also ich glaube, das ist dann doch irgendwie eine Marke, ich weiß es nicht genau. Ich kann es nicht empfehlen, weil es total ausgeleiert ist nach ein paar Wäschen. Wenn es, ja, es sitzt noch, aber ich glaube, das wird auch nicht mehr lange halten. Es sieht sehr schön aus, aber wie gesagt, ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Ich würde dann viel lieber so eine kaufen, die finde ich einfach viel bequemer. Sitzen gut, lüften gut, also, wenn man da irgendwie sich entscheiden will. Genau, und dann war ich auf der Suche nach einer kurzen Hose. Oh Gott, kurze Hosen, die so sind, irgendwie, die mich irgendwie auch an Radlerhosen erinnern. Die sind ja auch in mittlerweile katastrophal. Also ich habe mehrere kurze Hosen probiert, bestellt. Ich habe nichts richtig gefunden, was mir gefallen hat an mir. Das ist echt die einzige kurze Hose, die mir gefällt und die ich empfehlen kann. Die ist auch No Name. Die sitzt oben gut, hat einen schönen Bund, die ist resistent beim Waschen. Ja, also das ist eine der wenigen kurzen Hosen, die ich habe und die auch wirklich gut sind, gut aussehen und von der Qualität gut sind. Dann machen wir mal weiter mit einer Marke, die ich eigentlich eher vermieden habe, weil ich immer dachte, oh Gott, die ist so, so teuer, da kann ich mir nichts kaufen. Aber tatsächlich gab es dann Sachen im Angebot, die dann doch nicht so teuer waren. Und das ist meine allerliebste schwarze Leggings. Die sitzt einfach super gut. Die ist ja auch von Calvin Klein Jeans, also nochmal günstiger. Und die ist von der Qualität super. Die sitzt richtig gut. Das Einzige, was man echt sagen muss, ist, und ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber die ist halt ein bisschen durchsichtig. Also da muss man halt aufpassen, gucken, was man drunter trägt. Aber die ist echt nicht ganz blickdicht. So, das ist schade. Aber ansonsten gibt die echt eine schöne Körperform. Hätte ich nicht gedacht. Und das, was ich trage, was ich anhabe von Calvin Klein, mag ich auch super gerne. Das ist auch richtig gut. Habe ich, glaube auch mal im Angebot gekauft. Und da ist die Qualität da. Da stimmt das irgendwie auch. Da stimmt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das kann ich dann doch weiterempfehlen, also wenn eine Marke, dann Calvin Klein tatsächlich, habe ich mit die besten Erfahrungen gemacht. Gefällt mir. So, und dann habe ich was entdeckt gehabt, was auch richtig cool ist. Die heißen irgendwie Swedish Fall, ist die Marke. Die haben so ein cooles Konzept. Und das Konzept ist, dass man da was bestellen kann. Aber das kann man, glaube ich, nur alle 3 Monate machen. Das ist so eine Box. Da kann man 6 Teile reinmachen. Genau, 6 Teile sich aussuchen. Dann kann man schauen, wie es einem gefällt, wenn sie angekommen sind. Und dann kann man pro Teil ein Teil zurückschicken, was die dann recyceln. Und dadurch bekommt man einen Rabatt auf die Klamotten, die man bestellt hat. Und das fand ich echt cool. Und irgendwie auch nachhaltig. Deshalb, das fand ich cool. Ich werde da aber nichts mehr bestellen, weil die Sachen sehr, sehr teuer sind. Also auch wenn man da quasi dann Rabatt bekommt mit den Klamotten, die man zurückschickt, sind die ja, trotzdem irgendwie noch teuer. Und das hier zum Beispiel, die Kissen, die drin sind, wirklich, ich muss die jedes Mal neu irgendwie drehen, neu finden. Also dieses Kissen, was hier drin ist, dreht sich jedes Mal bei jeder Wäsche oder wenn ich es ausziehe oder was auch immer. Das sitzt super schlecht im Stoff drin.
Es ist schon ausgeleiert, also es ist wohl wahrscheinlich nicht das beste Material. Ja, jetzt sehe ich schon, dass ich eigentlich das Kissen schon wieder drehen muss und ich weiß nie, wie es richtig sitzt. Also keine Ahnung. Aber es gefällt mir. Es ist ein super schönes Oberteil, aber es ist super schade, weil es nach jeder Wäsche immer mehr ausleiert oder nach jedem Tragen immer mehr ausleiert. Ich habe noch eine Hose von Swedish Fall und auch noch einen Pulli, aber es ist halt kein Sportpulli. Die Qualität von der Hose hingegen ist sehr, sehr gut. Ich finde, die sitzt gut. Passform auch gut. Ich trage sie nur nicht so oft, weil sie, wenn ich, also für ein Video trage ich sie nicht so oft, weil sie untergeht, wenn ich sie trage und ihr mich nicht so gut sehen könnt. Das heißt, wenn ich da irgendwelche Yoga-Übungen mache, fand ich, als ich mir mein Video dann nochmal angeschaut habe zum Bearbeiten, dass das sehr unvorteilhaft dann war zu sehen, aber jetzt nicht, dass ich es nicht tragen wollte. Also so privat trage ich sie super gerne, sitzt gut. War ultra teuer, obwohl ich da was zurückgeschickt habe zum Recyceln. Kann ich weder empfehlen noch nicht empfehlen. Also ich werde euch Swedish Fall in der Infobox verlinken, ist super interessant. Aber ich werde mir da nichts mehr kaufen. Ich glaube, ich werde mir sowieso erstmal auch nichts mehr kaufen an Sportklamotten, sondern lieber irgendwie mehr verkaufen und verschenken, weil ich einfach so viele Sachen habe und erstmal nichts mehr neu kaufen. Ich habe nämlich genug. Das war's zum Video. Mich würde interessieren, ob ihr viele Sportklamotten habt, ob ihr schon viele Fehlkäufe gemacht habt oder nicht. Ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen in Kreiderkreisel oder eBay reinstellen. Ich werde den Link in die Infobox reinpacken, weil vielleicht gefallen die Sachen ja nur mir nicht und vielleicht gefällt es ja jemand anderem und ich kann den Klamotten ein neues Zuhause schenken. Und die sind nicht umsonst gestorben, nennen wir es mal so. Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video anzuschauen und ihr fandet es interessant und vielleicht kann es euch helfen, keine dummen Sachen einzukaufen, sondern vielleicht eher was, wo ihr danach auch zufrieden seid. Wenn ihr was gekauft habt, dann gebt mir Bescheid in den Kommentaren. Ihr könnt mir gerne auch ein Foto schicken auf Instagram und genau. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und bis bald.